La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Geehrte Geschwister, Allah tabarak wa ta'ala in seiner Vollkommenheit ist er auch unter anderem Ash-Shakur, der Dankbare. Wie zeigt sich Allah tabarak wa ta'ala dankbar? Obwohl er, seine Majestät, unabhängig ist von jedem anderen, denn er ist Al-Ghani. So zeigt sich seine Dankbarkeit, indem wir etwas für ihn tun, er uns es für Besseres ersetzt. Und wenn wir wenig tun, gibt er uns dafür viel, viel mehr, als wir überhaupt getan haben. Und jeder von uns ist die Überlieferung bekannt, wo gesagt wird, man taraka shay'an lillah, awadahu Allahu bihim khair oder khairu minhu. Wer etwas für Allah unterlässt, so gibt ihn Allah einen viel besseren Ersatz. Diese Überlieferung ist schwach. Doch wenn wir im Koran blicken, wie auch in den anderen Überlieferungen, so wissen wir, dass Allah tabarak wa ta'ala tatsächlich uns viel mehr gewährt, wenn wir etwas für ihn tun. Oder wenn wir etwas für ihn unterlassen, dass Allah azza wa jalla uns es für etwas Besseres ersetzt. Allah tabarak wa ta'ala hat eine Regel aufgestellt. Hal jazaul ihsani illa al ihsan. Ist die Belohnung für Gutes etwas anderes außer das Gute? So wird überliefert von Abi Qatada radiallahu anhu, dass sie zu einem Beduinen, also zu einem Wüstenaraber kamen und sie ihn fragten: Hast du etwas gehört, was der Gesandte sallallahu alaihi wasallam erzählt hat? Und sieht her, früher sind die Sahaba gereist und fragen, nicht was gibt es hier Neues, was tut ihr, was hast du vom Gesandten sallallahu alaihi wasallam gehört? Sie wollen wissen. So sagt er, ich hörte ihn sagen, wahrlich, du unterlässt nichts für Allah, ohne dass Allah es für dich mit etwas Besserem ersetzt. Somit sind hier drei Faktoren sehr wichtig. Zum ersten, du unterlässt etwas. Jeder von uns hat Gelüste. Jeder von uns ist auf etwas schwach. Und da bohrt der Shaitan nach. Doch der Mensch aus Liebe zu Allah tabarak wa ta'ala wird er entweder das vollkommen lassen oder wenn seine Liebe nicht so stark ist, wird er diesen Gelüsten weiterhin folgen. Somit, die zweite Angelegenheit ist Lillah, dass du diese Sache unterlässt für Allah. Nicht aus Angst vor jemandem. Oder dass du befürchtest, jemand könnte dich dafür tadeln oder ähnliches. Sondern diese Sache, was du betreibst, unterlässt du für Allah Azza wa Jalla. Und die dritte Angelegenheit ist, und dies ist die Belohnung für denjenigen, der für Allah unterlässt, dass Allah tabarak wa ta'ala dir das ersetzen wird. Und zwar mit etwas Besserem. Jeder von uns, der den mutigen Schritt gewagt hat, die Jahiliyyah zu lassen, sein früheres Leben zu lassen, dass er sich Allah tabarak wa ta'ala reumütig wendet und ihm gehorsam ist, dieser versteht diesen Hadith. Wenn er sein früheres Leben sieht, welches er verlassen hat für Allah und welches Leben Allah ihm geschenkt hat und welche Zufriedenheit er jetzt hat, nachdem er Allah tabarak wa ta'ala gehorsam ist. Und Allah tabarak wa ta'ala ersetzt dir deine Sache mit der gleichen Art, wenn du Haramgeld hast und du möchtest es loswerden. Du wirst sehen, wie Allah tabarak wa ta'ala dir Halalgeld zukommen lässt. Du hast eine Haram-Beziehung, Allah gewährt dir eine Halal-Beziehung. Oder es wird sogar mit etwas anderem vergolten. Dass du etwas lässt für Allah und du etwas noch anderes, viel Besseres bekommst. Also Allah Azza wa Jal ist Al-Karim. Er ist edel. Er ist nicht geizig, wie manche behaupten, die in die Irre gegangen sind und seinen Zorn erregt haben. Sondern Allah tabarak wa ta'ala liebt es zu beschenken. Besonders,
wenn ihr für ihn etwas macht bzw. lässt. Und wir sehen zahlreiche Beispiele im Koran. Wie in Surat As-Sad über Sulaiman alayhi salam, wo Allah Azza wa Jalla über ihn spricht, was ihm geschehen ist, wie sehr er doch nur die Pferde mochte. Sulaiman alayhi salam sammelte Pferde, denn er liebte den Kampf auf Allahs Weg. Und er war so von ihnen in Bann gezogen, indem er sie betrachtete, dass er das Asr-Gebet verpasst hatte. Seht her, Sulaiman alayhi salam, sogar er musste beten. Wie kommt dann jemand auf die Idee, er muss nicht beten? Sulaiman alayhi salam war in Bann gezogen von der Schönheit und wie prächtig diese Pferde waren, von seinem Besitz, dass schon Maghrib wurde und er nicht gebetet hat. Aus Zorn und Eifersucht für Allah hat er sein Schwert genommen und alle seine Pferde getötet und zerstückelt. Und damals in ihrer Scharia war das erlaubt. Und so machte er Dua. Er bereut bei Allah tabarak wa ta'ala und sagt, oh Allah, ersetze mir es mit etwas Besserem. Seht her, er hat es für Allah, das, was ihn, was er am meisten geliebt hat, von diesem Besitz, hat er es für Allah zerstört. Doch was hat ihm Allah im Gegensatz gegeben? Er hat ihn den Wind kontrollieren lassen. Dass der Wind ihn sanft trägt, dies wurde niemandem gegeben außer ihm. Doch niemand hat auch seinen Besitz so geopfert wie er. Und so, durch diesen Wind konnte er Orte erreichen an einem Tag, wie andere 2 Monate lang brauchen. Er hat es für Allah weggeschmissen, sein Besitz, weil ihn von Allah und das vom Gedenken von Allah ferngehalten hat. Wir müssen das reflektieren, meine geehrten Geschwister. Wenn etwas uns von Allah ablenkt, so lasse es, schmeiß es weg, zerstückle es und du wirst sehen, wie Allah tabarak wa ta'ala dir noch viel Besseres gibt. Wir haben auch Beispiele bei den Muhajirin, die ausgewandert sind von Mekka. Gibt es einen Ort, an dem man mehr begehrt zu sein als Mekka? Jeder Gläubige wünscht sich, in Mekka zu sein. Doch sie werden vertrieben von Mekka. Sie lassen Mekka für Allah. Sie treten die Hijra an. Mit gebrochenen Herzen sind sie in Medina. Doch sie haben es für Allah gelassen. Und was war die Belohnung dafür, dass sie Mekka gelassen haben? Allah gibt ihnen die Schlüssel von Persien, von den Byzantinern. Sie bekommen an Reichtum. Sie bekommen Sicherheit, das, was sie nicht genossen haben in Mekka. Sie wurden verfolgt, gefoltert, ausgeraubt. Sie haben aber diese Ortschaft verlassen für Allah und haben Sicherheit bekommen, wie auch Reichtum. Und ihnen wurden die Schlüssel gegeben von Kisra und von den Römern. Also, ihr seht, Allah tabarak wa ta'ala, wenn er zurückgibt, so ist dies gewaltig. Wir sehen auch in der Geschichte von Yusuf alayhi salam, der von seinen Brüdern verraten worden ist, der in den Brunnen geworfen worden ist, der von der Karawane mitgenommen ist und als Sklave verkauft worden ist in Ägypten, der ein Sklave war und der von der Frau des Herrschers damals zur Unzucht gerufen wird, wo er die Möglichkeit hat, dies zu tun. Doch er lässt diese Sünde für Allah und sagt, Ma'ad Allah, Allah bewahre. Er sucht Zuflucht bei Allah tabarak wa ta'ala und sagt, das Gefängnis ist mir lieber als das. Und er bekommt das Gefängnis. Er ist im Gefängnis. Doch während er im Gefängnis ist, beschenkt ihn Allah tabarak wa ta'ala im Gefängnis, sieht her, im Gefängnis schon, lernt er Träume zu deuten. Kommt aus dem Gefängnis heraus und wird zum Herrscher, vom Sklaven zum Herrscher. Wer kann das von sich behaupten in seiner Biografie, dass er vom Sklaven zum Herrscher wird, von einem gewaltigen Reich? Dies ist die Belohnung für jemanden, der
für Allah lässt, dass Allah tabarak wa ta'ala ihm es mit Besserem ersetzt. Und wir sprechen nicht nur von Propheten. Wir haben das auch bei normalen Menschen, um es so zu sagen, bei dir und mir und bei jedem Einzelnen. Wie auch bei Suhaib Rumi radiallahu anhu, der in Mekka gefangen war, der Mekka verlassen wollte, weil er zum Muslim wurde. Die Sehnsucht nach dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam hat dazu gedrängt, dass er die Hijra antretet. Und die Mekkaner wollen ihn nicht gehen lassen. So sagt er zu ihnen: Was verlangt ihr? Ich möchte gehen, lass mich in Ruhe. So sagten sie zu ihm: Den Besitz, du bist zu uns nach Mekka gekommen ohne Besitz. Du hast hier Besitz bekommen. Du musst deinen Besitz hier lassen. Und das war nicht wenig. Er hat so viel und so lange diesen Besitz gesammelt. Und jetzt muss er alles lassen, nur dass er flüchtet. Ohne zu zögern, gibt er alles her. Und verlässt Mekka. Und während er in Medina ankommt, sind schon Verse offenbart worden über ihn. Seht ihr, Allah tabarak wa ta'ala freut sich über ihn und über dieses Kaufgeschäft. Und sendet Verse auf den Gesandten sallallahu alaihi wasallam herab, indem Allah azza wa jalla sagt: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ بِتِغَاءِ مَرْضَاتِ اللَّهِ. Und es gibt unter den Menschen, die sich selbst verkaufen für das Wohl Allahs, dass Allah zufrieden ist. Und als er in Medina ankommt, erwarten ihn schon die Sahaba. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagt nur zu ihm: O Aba Yahya, Rabbi Halbay. Das Kaufgeschäft war erfolgreich. Er, und dann rezitierte er in dem Vers, in dem ihn Allah tabarak wa ta'ala erwähnt: Gibt es eine bessere Entschädigung, als dass Allah tabarak wa ta'ala dein Beispiel verewigt in seinem edlen Buch? Und dies zeigt uns, dass er schon in Jannah ist. Er hat sich Jannah erkauft. Somit, meine geehrten Geschwister, jeder von uns ist gefragt, jeder von uns wird aufgefordert, diesem Hadith nachzukommen. Unterlasse die Süße der Sünde für die Süße des Erlaubten. Unterlasse den trügerischen Genuss von Haram und genieße den tatsächlichen Genuss von Halal. Unterlasse, tausche dieses ein, diesen trügerischen Genuss und diese trügerische Glückseligkeit für die tatsächliche Glückseligkeit. Und die ist nur bei Allah tabarak wa ta'ala. Und unterlasse und tausche das vergängliche Leben für das ewige Leben ein, für Akhira. Tausche Dunya für Akhira ein, sodass Allah tabarak wa ta'ala, wie er im edlen Buch sagt, dass die Engel und so erwarten werden für dieses Tauschgeschäft: Udukhulul Jannah, Udukhulul Jannah, betretet das Paradies, antum wa azwajukum tuhbarun. Ihr und eure Frauen sollt glücklich das Paradies betreten. Dies ist die tatsächliche Glückseligkeit. So bitte ich Allah tabarak wa ta'ala, dass er uns Besseres gewährt, als wir jetzt schon haben, unsere Sünden vergibt und uns in sein Paradies eintreten lässt. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasul.